Schaut mal, wer gerade angekommen ist. Eine Liebesbüchse. Und ich freue mich schon so doll auf den Inhalt. Deswegen schauen wir direkt mal rein. Oh, wieder Schwerstarbeit heute. Oh. Hallo, du. Na? Alles gut bei dir? Und es ist ein bisschen angeschrammt, aber geht noch? Geht's dir gut? Schönes Buch, oder? Also das ist das Cover. Der Rücken. Und der Klappentext. Suche ich jetzt mal drauf. Er ist arrogant, egozentrisch, eingebildet und musste sich noch nie in seinem Leben um irgendetwas bemühen. Carter Beckett bekommt alles, was er will. Und jetzt will er mich. Aber eins ist klar. Ich habe nicht die geringste Absicht, mich auf ihn einzulassen. Doch je öfter sich unsere Wege kreuzen, desto schwieriger wird es, standhaft zu bleiben und mein Herz zu schützen. Denn Carter hat noch eine andere Seite, die niemand kennt. Eine, die er nur mir offenbart. Und die hat so ganz und gar nichts mit einem Player zu tun. Trotzdem halte ich mich zurück, bleibe vorsichtig. Was bedeutet, dass Carter zum ersten Mal in seinem Leben derjenige ist, der bettelt. Um mein Vertrauen, um eine einzige Chance. Klingt doch interessant, oder? Ja. Und gleich, also jetzt, zeige ich euch den Farbschnitt. Achtung, fertig. Oben relativ schlicht. Dann schön. Oder? Schön gemacht. Das soll auch ein Page-Overlay enthalten sein. Ich vermute, das wird hier sein, wo dieser Strich ist. Ja. Schön, oder? Schön. Also ich finde, das Buch ist wunderhübsch und ich bin schon richtig doll auf den Inhalt gespannt. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!